George Clooney, jetzt gehen die Fans auf ihn los. George Clooney in Erklärungsnot. Der 56-Jährige gilt als einflussreicher Hollywood-Star, weshalb es zumindest verwunderlich ist, dass Clooney nach eigener Aussage nichts von den sexuellen Übergriffen von Harvey Weinstein mitbekommen haben will. In diesem Zusammenhang gibt es auch einige unangenehme Fragen an Clooney-Freund Matt Damon. George Clooney und Matt Damon im Fokus der Kritik. Nach einem Bericht des ARD-Magazins Brisant soll Matt Damon Kenntnis von einigen Übergriffen Weinsteins gehabt haben, speziell gegenüber Schauspielkollegin Gwyneth Paltrow, darüber aber geschwiegen haben. Der Produzent und der Bourne-Star galten seit ihrer Zusammenarbeit für Good Will Hunting als enge Freunde. Jetzt bekräftigt Damon, dass er Weinstein nicht gedeckt oder in Komplizenschaft verbunden war. Zudem hoffe er, dass der jetzt aufgedeckte Skandal nachhaltige Konsequenzen mit sich bringen möge. Allerdings sagt er dies, nachdem der Skandal publik wurde. Nur einer wusste nichts. Bei der Premiere seines neuen Films Superbicon beteuert zudem George Clooney seine Unwissenheit ob des jetzt aufgedeckten Sexskandals. Clooney wurde von Weinstein während seiner gesamten Karriere gefördert, beide arbeiteten wiederholt eng zusammen. Sein jetziges Starthema nehmen ihm deshalb viele Fans nicht ab. Auf Twitter brach eine Art Shitstorm nach einem entsprechenden Artikel des New York Magazines über den frisch gebackenen Zwillingsvater herein. Twitter Kommentar beispielsweise schreibt eine Userin: Ziemlich sicher wusste jeder davon und das Starthema von George Clooney, angeredet, klingt für mich wie eine leere Worthülse, um von der Tatsache abzulenken, dass er nichts dagegen getan hat.